Hello, crafty friends. Luise Heinzel hier. Welcome back to my channel. Welcome back to a new tutorial. Hallo und herzlich willkommen. Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. This tutorial is going to be in my both languages that I'm, yeah, perhaps able to speak. So, some weird English and some German, because it was a requested tutorial of some of my members of my Junk Journal German group on Facebook, and I would like to give them the opinion to understand everything. So I will talk both languages in this video. So yeah, if you want to skip the German part, please press this little skip button there, where you can go to the next English part if you are interested in this. In diesem Video werde ich Deutsch und Englisch sprechen, aus dem ganz einfachen Grund, dass ein paar Leute aus der Junk Journal Deutsch Gruppe aus meiner Facebook-Gruppe mich gefragt haben, ja, diese ganzen Basics und so, was soll ich denn machen? Ich komme ja gar nicht klar, ich bin jetzt hier neu und ich habe zwar schon ein paar Sachen gesammelt, ich habe ein bisschen Papier, ich habe vielleicht irgendwelche Buchcover oder so, aber wie soll ich anfangen? Und vor allen Dingen, was kann ich noch machen, dass mein Journal interessanter wird? Was sind diese ganzen Basics? Ein Thema ist Briefumschlag. Und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man den simpelsten Briefumschlag auf dieser ganzen Welt machen kann, ohne viel Schnickschnack, ohne irgendwelches Klimbim. Und ja, wenn ihr kein Englisch versteht, das ist der Grund, warum ich hier auch Deutsch rede, denn es gibt einige, die mich angeschrieben haben und haben gesagt, ja, ich verstehe überhaupt nichts. Entschuldige ich bitte. ja, deswegen mache ich das jetzt hier so ein bisschen zweisprachig. Und wenn ihr den englischen Teil habt und ihr wollt ihn überspringen, dann könnt ihr einfach da unten auf diesen kleinen Nöppel da drücken, sodass ihr 5 oder 10 Sekunden oder noch länger, wenn ihr den länger gedrückt haltet, vorspulen könnt, sodass ihr zum nächsten deutschen Teil kommt. Ja, so I think in this junk journaling community at the moment there are many people who come new to this. So there are many, many people who say, okay, I have some papers, I have collected some stuff that the experts, or how shall I call that, recommended, and then they are there on their desk and they don't know what to do. They don't know how to start. That's not a problem, but I think the tutorials that are going around all over Facebook and the other social medias are made for experts. I've seen very less videos for beginners in the last few months and weeks, and so I decided to make this, and I would like to show you the base of this really simple envelope. So yeah, that you can make it and use it in your journal, and you have a really wonderful thing to embellish your journal. So, what I have to say is, this is only the base. So, what you do later with it, that's your personal preference. You can do nearly everything with it. What you put into it, or how you decorate it, how you make a closure or something like that, that's your personal preference. And yeah, of course, there are many tutorials on how to do that, and there are many tutorials how to close it, or what you can store in it, or something like that. But the base is shown not so such often, and so I decided to make this today. Was ich euch heute zeige, ist lediglich die Basis für einen solchen Briefumschlag. Das heißt also, wie muss ich den falten, wie kann ich den zusammennähen oder kleben, sodass ich ihn später so habe. Was ihr dann damit tut, ist natürlich eure persönliche Geschmackssache. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte das hier verschließen, gibt es hunderte Tutorials auf YouTube, wie man das machen kann. Wenn ihr sagt, ich möchte den noch irgendwie verschönern oder so, ich möchte da drauf kollagieren oder ich möchte noch was anderes drauf nähen, auch dafür gibt es natürlich hunderte Tutorials. Das hier ist nur die Basis dafür, wie ich das überhaupt zusammengenäht kriege. Ja, wenn ihr andere Sachen sehen wollt, wenn ihr sagt, okay, ja, wie kollagiere ich das denn da drauf oder wie mache ich denn da den Verschluss oder was kann ich überhaupt reintun, für was kann ich das zum Beispiel benutzen, was kann ich da drin aufbewahren oder so, schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich kann euch gerne auch noch ein weiteres Video dazu machen. Das ist ja gar kein Problem. For this envelope, I've used some of my Ecodite papers. So, yeah. Originally, they look like this, and I've ecodyed them with some yellow flowers. And I think, yeah, this paper is really beautiful for that. Of course, you can use any paper that you have. So this one here, oh, sorry,
This one here is a little bit thicker, so that the envelope in the end gets a little bit sturdier. So especially this flap here is much sturdier when you use a little bit thicker paper. So of course, normal copy paper or something like that would work too, but then you have to live with this thing here that it's not such sturdy. So if you want to use your own paper or something from your stash, search for something that's a little bit thicker. Für diesen speziellen Briefumschlag habe ich jetzt hier solches pflanzengefärbtes Papier, im Englischen auch Eco-Dyed Paper genannt, verwendet, weil ich es gerade erstens mal hier hatte, zweitens ich das für so einen Briefumschlag ganz schön finde. Er ist dann nicht ganz neutral, er macht irgendwie so ein bisschen was her vom Muster her und der große Vorteil daran ist, dass man für dieses pflanzengefärbte Papier meistens etwas dickeres Papier verwendet. Dieses hier ist zum Beispiel so ein 200 Gramm Papier, sodass ihr nicht das Problem habt, dass das hier oben zu labbrig ist. Das ist nämlich einfach nur gefaltet und wäre das dünner, dann würdet ihr vielleicht das Problem haben, dass es irgendwann nicht mehr so stabil ist oder sogar möglicherweise hier oben einreißt. Deswegen empfehle ich, etwas dickeres Papier zu nehmen. Wie gesagt, dieses 200 Gramm Papier oder sogar noch dicker ist ganz gut dafür. Ihr könnt natürlich auch jegliches anderes Papier nehmen. Das muss natürlich nicht so gefärbt sein. Ihr könnt auch schlichtweg weißes Papier nehmen. Oder wenn man das jetzt zum Beispiel üben will oder so, würde ich auch nicht unbedingt vorschlagen, direkt so ein schönes Papier zu verwenden, sondern vielleicht erstmal irgendwas aus dem Müll, was man da halt so rumliegen hat. Letztendlich, wenn es einem beim ersten Mal gelingt, kann man ja immer noch irgendwas draufkleben und es dann auch für was verwenden. Man muss ja nicht wegschmeißen. Aber falls es schief gehen sollte, hat man halt nicht direkt so ein aufwendig gestaltetes Papier verwendet, was man dann vielleicht wegschmeißen muss oder so. Okay, so the first thing I do, especially with eco-dyed paper, I make sure that I don't have papers like this. So this, teared a little bit when I took it out of the water, out of my baking pan, when I eco-dyed it and when I wanted to wash the rest of the plants away from it. It teared, so of course you could repair it here, but I think when you are a beginner, then you should not use this one here, but a paper that's completely intact. Wenn ihr es mit eco-gedeihtem Paper machen wollt, ist gar nicht so einfach Deutsch zu reden, wenn ihr es mit so einem pflanzengefärbten Papier machen wollt, solltet ihr, wenn ihr Anfänger seid, darauf achten, dass ihr nicht sowas habt. Man könnte das natürlich hier kleben, zusammennähen, irgendwas drüber machen oder so, dass es wieder intakt ist. Aber ihr habt es dann etwas schwieriger mit der Falterei und dem Nähen hinterher. Oder wenn ihr es kleben wollt, ist das halt nicht so vorteilhaft. Also sucht euch am besten ein Papier aus, wenn ihr es so Pflanzen gefärbt habt, was intakt ist, wie zum Beispiel dieses hier. The first thing I would like to do is to distress the edges of this whole thing here. As you can see on my envelope, this end product, I have this distressed edges. And sometimes it's a little bit tricky. You think, okay, I sew this thing together. And then you realize that you can't distress, for example, this edge here later when it's already sewn. And for this reason, I will distress the edges of my paper first, or the four edges, and then the others, for example, this one here. What you can't distress before your sewing process, I will distress later. But then I don't have this problem that I can't distress it here. If you don't want to distress, you can skip this part of the video, of course. And if you want to distress it, I have my new little friends here. If you saw my last video, you perhaps saw my excitement about this stays-on ink pads. They are really cool. And for distressing, I use this thing here. Of course, you can use any other distress tool that you want. Bevor ich den Briefumschlag falte und zusammennähe, mache ich erstmal Folgendes. Und zwar distresse ich, kenne ich auch nicht das deutsche Wort. Ich altere sozusagen diesen Rand hier. Also Distress bedeutet ja eigentlich auch sowas wie zerstören oder so. Aber ja, im Grunde genommen geht es ja nur darum, dass dieser Rand etwas, in den Fokus gerückt wird, dass er ein bisschen alt gemacht wird. Und das mache ich jetzt mit diesem kleinen Beauty
Blender hier. Ich glaube, das ist der Fachausdruck dafür. Das ist so ein Kosmetikschwämmchen, mit dem man einfach die Tinte von dem Stempelkissen, was man dafür zur Verfügung hat, hoffentlich, so aufnehmen kann. Und dann kann man das hier so dran drücken und dadurch entsteht eben dieser Rand. Jemand hatte auch neulich, war das gestern, glaube ich, in meiner Junk Journal Deutsch Gruppe gefragt, ja, wie hast du da diese schönen Ränder von dem Papier hinbekommen? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, solche Ränder zu distressen, also auf alt zu machen. Das hier ist eine davon. Diese ist sehr schnell. Diese ist, sagen wir mal, nicht ganz so überblendend wie das eine Beispiel, was wir zum Beispiel gestern in der Junk Journal Deutsch Gruppe gesehen haben. Ja, es blendet nicht ganz so ineinander über. Das liegt aber auch daran, wenn man das auf, muss ich das auf dieser Seite auch machen? Nein, das muss ich ja gar nicht. Ich voll Trottel. Das liegt aber auch daran, wenn man das auf bereits gefärbtem Papier macht. Wie ihr seht, blendet das dann nicht ganz so gut ein. Es saugt sich eher, in dieses Papier ein. Es kommt aber auch drauf an, welche Distress Ink man benutzt. Also das ist immer etwas unterschiedlich. Ihr könnt es auch mit so einem zahnbürstenartigen Kosmetikschwämmchen machen. Die haben so ganz weiche Buschel vorne dran, sehen aus wie so eine etwas größere Zahnbürste. Und dann könnt ihr das auch so kreisförmig so auftragen. Das geht natürlich auch. Aber ich finde das für dieses Projekt so eigentlich ganz schön. Of course, there are different ways, many different ways to distress the edges of a paper, and yeah, if you want to learn more about that, please leave me a comment. Of course, I can make a separate video about that. Here, with this distress ink and with this paper that's already eco-dyed, sorry, this ink is not blending such much into the paper. But for this one, I like it like it is, and I did it like this because I think this frame looks really cool. And yeah, on the edges, as you can see, I made it a little bit like this. Hopefully you can see that, what's going on here with my camera. Ah, now it's in focus. And I think that looks, yeah, really cool for this project. Of course, you can do any other distressing technique. You could even use watercolor for this, also with this beauty blender or something else. Some other sponge or something like that. Ihr könntet theoretisch hierfür auch Wasserfarbe benutzen. Das würde einen ganz ähnlichen Effekt haben. Das könnt ihr auch mit diesem kleinen Schwämmchen machen. Könnt ihr auch ganz normale Kinderwasserfarbe oder irgendwas ähnliches nehmen. Funktioniert bestens. The next thing I will do is, so before I did the distressing, I decided that this side of the page will be the outside of my envelope. So this one here is not such interesting for me like the other side, so I decided that. As you can see, the distressing is not on the back side, but on this side. So please decide which one you would like to use for the outside and then, yeah, make your distressing. Wie ihr seht, ist dieser Rand nur auf der Außenseite, wo ich mich für diese Seite des Papiers entschieden habe, weil ich die schöner finde, und nicht auf dieser Seite. Auf dieser Seite brauchen wir es aber auch nicht, also könnt ihr euch da die Tinte und das Geld und die Zeit sparen, das auf der Innenseite auch zu machen, weil man es da sowieso nicht sieht. Okay, so the next thing I will do is, so this is my front side, I will turn it to the back side. Das erste, was ich jetzt mache, ist, dieses Papier auf die Rückseite umzudrehen, so dass ich es falten kann. And then I take this bottom part here of the page and I eyeball it so that it is, yeah, something like this. Hopefully you can see that. So just take this one here and fold it like this. The only thing, so of course you can do it like this, and then your flap will be a little bit bigger, so we can do several things later. So I will show you what difference that is when you make it a little bit smaller in this size. The only thing I make sure when I fold this is that I have here and here a straight line, so that this edges here come perfectly to this edge of the paper on this side and here on this side. And then I only take my fingers and fold it like this. Das erste, was ich jetzt also tue,
ist diese Unterseite von diesem Papier nach Augenmaß ungefähr so zu falten. Ihr könnt das natürlich hier auch schmaler machen. Ich mache da später nochmal ein anderes Beispiel. Dann seht ihr, wie die Proportion sich quasi verändert. Aber das ist komplett euch überlassen. Das Einzige, worauf ich achte, ist, dass diese beiden kleinen Ecken hier genau in einer Linie sind hiermit. Denn wenn ich das später nähe und ich drehe das um, dann könnte es passieren, dass ich das hier auf der Seite sehe und das möglicherweise abschneiden muss oder das irgendwie ein bisschen unschön aussieht. Aber das ist das Einzige, was ich hier tue. When I have this, I take my distress tool again and I distress this bottom edge here. So, I like to do that before I sew or glue anything. Don't know why, but yeah, when I sew it, I can see a little bit better where I have to sew. Ich distresse jetzt auch noch diesen unteren Rand hier von diesem Prüfumschlag, weil ich dann später beim Nähen oder Kleben leichter sehe, was ich tue. Für mich ist es immer leichter, wenn das Ganze so einen, ja, so einen Rand hat, den man dann schon irgendwie am Anfang erkennen kann. Für mich ist da immer ein bisschen die Vorstellung leichter, wie das dann später aussehen wird. Okay, so the next thing I will do is, I will take this little flap here and then I will fold it like this. It's a little bit tricky when the paper is a little bit harder, but yeah, a little bit patience. You have to bring it a little bit into the shape you want it, even especially when you haven't ironed your eco-dyed paper. So I have air-dried mine and not ironed it, so it's a little bit wavy and such things, but it's no problem, as you can see. Das nächste, was ich dann tue, ist, diesen kleinen Flap hier, diese kleine Lasche hier rüber zu klappen. Wenn ihr das Papier nicht gebügelt habt, nachdem ihr das mit den Pflanzen gefärbt habt, ist es etwas schwieriger. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann sollte man das vielleicht vorher bügeln. Ich mag das aber lieber, wenn es ein bisschen diese wellige Optik hat. Also deswegen habe ich das jetzt so gelassen. Das Einzige, worauf ich jetzt hier geachtet habe, ich klappe das mal so rum, ist, dass ihr hier oben so einen kleinen Abstand habt. Also das heißt, wenn ihr dieses hier rüber faltet, dann habt ihr da so einen kleinen Abstand. Den habt ihr deshalb, also ihr könntet den natürlich auch noch etwas kleiner machen oder größer, nicht so schlimm, aber dann faltet sich dieses Ding ganz leicht hier rüber und ihr habt kein Problem damit, dass es an dieser Kante hängen bleibt. Deswegen mache ich das so und man tut ja im Regelfall auch nicht so kleine Dinge später in den Briefumschlag rein, dass die hier rausfallen könnten. Also das wäre jetzt sehr unwahrscheinlich. Deswegen gehe ich hier den sicheren Weg und mache das so. The only thing I make sure when I fold this over here is that when I look like this, that I have this little space here between my fold and this thing where later the pocket of the envelope will be. So you can make this a little bit smaller or wider, but I would recommend to do a little space like this, because in this way you make sure that nothing happens with this thing here. When you make this too, like this, for example, if you would make it like this, then it can happen that this edge here with the time gets a little bit crumbly and wavy and it can break. So yeah, I do it like this. And I think the things you will put inside of the envelope are not such small that they can fall out of this little space there later. So yeah, for me, that's the easiest way. The next thing we can do is we can distress this edge here so that we get this beautiful frame here all around. I think that's, yeah, a really nice thing. Was ich jetzt als nächstes mache, ich distresse jetzt diese obere Kante hier, so dass ich auf diesem überlappenden Teil hinten so einen schönen gleichmäßigen Rand kriege. Und damit das vorne auch gleichmäßig aussieht, drehe ich das einmal um und mache den ganzen Kram hier auf dieser Seite nochmal. So dass ich, wenn ich den Briefumschlag von vorne und von hinten angucke, einen schönen Rand habe. Dieses solltet ihr euch sicher sein, dass ihr alles erwischt habt, bevor ihr anfangt zu nähen. Zum Beispiel auch hier, wenn ihr das zum Beispiel noch haben wollt, dass wenn man es aufklappt, es da auch sichtbar ist, dann könnt ihr das hier auch noch machen.
Solltet ihr euch aber überlegen, bevor ihr anfangt zu nähen oder zu kleben, weil wie gesagt, hinterher ist es immer ein bisschen schwierig. Ihr könnt das zum Beispiel jetzt so aufklappen und hier noch ein bisschen so reingehen, sodass ihr euch sicher sein könnt, wenn ihr das dann näht oder klebt, dass ihr dann da alles erwischt habt. Ja. Okay, so the next thing is very simple. So you have two possibilities. The first possibility is to glue this whole thing. The second possibility is to use your sewing machine. For my personal preference, it's much more beautiful when you sew it, because it gets this really, junky and grungy look. Especially when you try to get your lines not such straight. So when you, go around a little bit crazy, then that looks really great. But I know not everyone who is a junk journaler has a sewing machine. So what can you do when you don't have a sewing machine? Then you can of course use those stamps that imitate this zigzag stitching of a sewing machine. There are many brands that are offering stamps that look like stitching, or you can even use a black pen and make your zigzag stitching here, or you can also imitate such a straight stitching like it is here. But the basic things will be the same if you glue it or if you sew it. Im nächsten Schritt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder dieses ganze Teil zusammenkleben oder nähen. Ich weiß, dass nicht jeder Anfänger eine Nähmaschine zur Verfügung hat. Deswegen erkläre ich beide Methoden. Wenn ihr das klebt und ihr möchtet trotzdem so eine Optik von diesem genähten Rand haben, gibt es diverse Marken und diverse Anbieter, die Stempel anbieten, die so aussehen, als wäre es ein Zickzackstich oder die so aussehen, als wäre es so eine gerade Naht. Die könnt ihr dann einfach. Ihr könnt dann zum Beispiel auch diese Stempelkissen hier benutzen und das dann einfach draufstempeln. Wenn ihr das nicht habt oder das Geld dafür nicht ausgeben wollt, könnt ihr natürlich auch einen ganz einfachen schwarzen Stift nehmen und so einen Zickzackstich oder einen geraden Stich imitieren, indem ihr den einfach aufmalt. Ja, für mich schaut das Ganze schöner aus, wenn es genäht ist, aber das ist natürlich Geschmackssache und wenn man keine Nähmaschine hat, muss man natürlich irgendwie eine andere Lösung finden. Ja, logisch. Okay, so I will go into the position of my sewing machine so that you can see what I'm doing and then I will be back. Ich werde gerade meine Kamera etwas umstellen, sodass ihr sehen könnt, was ich an der Nähmaschine mache. Dann bin ich wieder zurück. And I really love my new tripod, so that's a really really easy thing. So, Christina, falls du das siehst, danke für den Tipp. Dieses Teil ist echt großartig. The first thing I will do is, let me show you that. I will start in this edge here and then I will go over here to the right bottom edge, turn it over and sew here, even if it's closed here, but I want this sewing look all around. Then I turn it like this, go in this direction, and then I will tell you the next step. Das erste, was ich machen werde, ist, ich nähe einmal sozusagen ein U. Ich fange hier oben an, nähe dann hier drüber, sodass das hier geschlossen wird, bis in diese untere rechte Ecke, drehe es dann um, nähe hier unten entlang, obwohl es hier geschlossen ist, weil ich möchte, dass dieser Näh-Look komplett drumherum geht. Drehe ich es so und nähe bis hier und dann zeige ich euch das nächste, was ich dann als nächstes mache. So, hoffentlich ist das jetzt hier scharf. Ja, ich denke schon. And for this one I use a straight stitching of your, of course you can also use a zigzag stitch. As I said, very easy. So now it is already closed. As you can see, you have this pocket here. And yeah, you could use it like it is. You could leave it like it is. So unfortunately, I have a white thread in my machine. So hopefully you can see anything how this looks now. What is my camera doing? So now it looks like this.
And even if you are not a sewing expert, I think you can get really beautiful results by sewing it like this. And as I said, you could leave it like it is, but I like to do another little thing here to the top. I like to sew around so that I have a frame here, completely around. And I also like a stitching line here. So all what I do is I sew, of course, from the other side here in this line and here and here. In diesem Stadium könntet ihr das so lassen, denn durch diese einfache U-Naht, also hier, hier und hier, ist hier diese Tasche entstanden. Ihr könnt das jetzt hier so zuklappen und es ist fertig. Ihr könnt es einfach so lassen. Was ich aber schön finde ist, es ist jetzt etwas doof, weil ich einen weißen Faden in meiner Nähmaschine habe. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen. Was ich schön finde ist, wenn diese Naht nicht nur hier entlang geht, sondern hier oben auch noch, sodass, wenn man jetzt zum Beispiel auch gerade einen schwarzen Faden oder hier würde sie jetzt auch so einen beiger Faden anbieten, dass man den komplett drumherum sieht, wie so einen Rahmen. Deswegen nähe ich jetzt einmal hier entlang von der anderen Seite. Und was ich auch noch tun werde, ist, ich nähe einmal hier entlang und einmal, upsala, hier oben entlang, sodass auf diesem kleinen Flap hier, auf dieser Lasche, auch noch so ein kompletter rechteckiger Rahmen entsteht. Ja, und hier seht ihr auch schon den Vorteil, warum wir hier diesen Platz gelassen haben. Denn jetzt könnt ihr ganz einfach hier entlang nähen, ohne euch den Briefumschlag hier zu verschließen durchs Nähen. Hätten wir das kleiner gemacht, wäre das zum Beispiel nicht möglich. When you sew here, you see the reason, one reason why I left this little space here. Because now you can line up your sewing machine with this line here. And you can sew from the inside here, so that the stitching is visible here on the other side. And that would not be possible if this would not be here. So you couldn't sew here without closing your envelope when this little space here would not be there. Okay, so let me just do that. Hopefully that makes sense. So that's it. And I like to leave those fibers here a little bit longer. And I also don't care about when something like this happens. I'm not a sewing expert, but I'm happy that I'm not a sewing expert, because then these little things happen. And I think that looks really, really great for a junk journal. If you are an expert, that wouldn't happen to you and you wouldn't have it. So it wouldn't look such grungy. Ich bin jetzt kein Nähmaschinenexperte, deswegen passieren mir solche Sachen. Darüber bin ich aber sehr froh, es ist ja schließlich ein Junk Journal. Wäre ich jetzt voll der Profi, dann würde mir das nicht passieren und dann würde das aber auch nicht so aussehen. Ich glaube, ein Profi könnte das gar nicht herbeiführen. Das schafft man nur, wenn man es nicht so gut kann. Und auch diese Ecken hier haben jetzt diese leichten Fuseln da dran. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Probleme hier. Die haben diese leichten Fuseln hier dran. Und diese Fuseln, die lasse ich auch da, weil mir die gut gefallen. Wenn ich das jetzt schließe, dann habe ich schon gleich ein bisschen mehr interessante Dinge, wo man jetzt als, ja, vielleicht Junk Journal als Geschenkempfänger oder so denken würde, oh, was ist das denn Interessantes? Für uns ist das jetzt vielleicht irgendwie schon halbwegs normal oder so. Aber jemand, der das vielleicht geschenkt bekommt, der würde sagen, oh, das ist aber was ganz Besonderes, weil es eben so anders aussieht, weil es ein bisschen abgewrackt einfach aussieht. Deswegen lasse ich die ganz gerne da dran. Of course, you can also sew around here with different kinds of colors. You could also use one
color for the thread for the front side and another color for the back side. So yeah, if you would like to make more contrast, use a black thread. So you can compare this here. That's a really big difference because, yeah, on the one you can nearly not see this white thread. You can feel it, and when you look closer you see it, but it's not so visible. And on the other one, yeah, it's like a really visible frame and like a wanted thing that, yeah, something is in focus or something like that. When you want to collage here and you have some focal points on this envelope, that would be very great to have this darker frame with the stitching. Yeah. Was muss ich jetzt sagen? Ah ja, ihr könnt natürlich mit den Fäden, die ihr benutzt, mit der Farbe der Fäden sehr variieren. Benutzt ihr einen weißen Faden, so wie ich das jetzt in diesem letzten Beispiel hier gemacht habe, ist der fühlbar. Wenn man genauer hinguckt, sieht man ihn auch. Aber er ist natürlich nicht so vordringlich und nicht so stark sichtbar, als würdet ihr einen schwarzen Faden nehmen. Ich habe den anderen Briefumschlag hier oben draufgelegt, dass ihr das vergleichen könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas kollagieren wollt oder ihr wollt ein Foto hier draufkleben auf den Briefumschlag oder vielleicht eine Art Focus Point hier integrieren, dann finde ich es persönlich schöner, wenn der Faden schwarz ist, denn dann entsteht sowas wie ein richtiger, so ein kleiner Rahmen oder sowas. Aber wenn man es vielleicht etwas neutraler braucht oder die Dinge, die hier drin aufbewahrt werden, auch vielleicht neutral sind und das soll dazu passen, da würde ich eher das so machen. Of course, you can also make a zigzag stitching around here. Or zigzag and then straight and another zigzag and straight and so on. Or you can say, okay, I don't like this distressed edges. I would like to leave it like it is, or I would like to have another size or something like that. But with this method I just showed you, sorry, this is my little beep problem, what I have when I am in my kitchen. When something is laying on my oven, then it makes it this nasty noise. Excuse me, please. Yeah, you can take this base that I've shown you and you can do nearly everything with it with the same technique. So for example, this one here, when I fold it like this, it's a little bit smaller in this size. When you compare this, you see it's not such high like the other one, and of course the flap then is a little bit bigger when you don't want to cut anything. So that was another thing where I thought, okay, I would like to have something where you don't have to cut or yeah, make some strange things. Ihr könnt natürlich auch die Größe variieren. Ihr könnt sagen, okay, ich will das überhaupt nicht distressen, ich will mein schönes Papier einfach so lassen, wie es ist. Ich mag auch den schwarzen Rand nicht oder ich habe keine Tinte oder ich habe kein Schwämmchen, mit dem ich das auftragen kann oder was auch immer. Ihr könnt es auch so falten, dann ist es etwas kleiner, also etwas nicht ganz so hoch, aber diese Lasche ist dann natürlich größer, wenn ihr hier nichts abschneiden wollt. Also ihr könnt natürlich selbstverständlich auch irgendwas hier abschneiden, aber ich habe mir gedacht, ich mache das Tutorial so, dass man nichts schneiden muss. Ja, ich nehme mal gerade hier drumherum. Okay, da bin ich wieder. I've stitched around here now. Yeah, so hopefully you can see that with this white thing. As you can see, I used the zigzag stitching and the straight stitching. So here it is straight, then zigzag and so on. And yeah, I used it both so that you can see how that would look like. And I think with this bright thread, it looks really cool. And also on the back side, it gives it a little bit more of interest. Wie ihr seht, habe ich jetzt den Zickzackstich und den geraden Stich abgewechselt. Ich finde, das schaut richtig cool aus, wenn das nicht alles gleich ist. Also ich habe die Nähmaschine einfach beim Nähen, also nicht beim Nähen, ich habe natürlich gestoppt, ist ja klar, aber während des Nähens Zickzack gestoppt, auf gerade gestellt, gestoppt, auf Zickzack gestellt, gestoppt und immer so weiter, sodass ihr dann diesen abwechselnden Stich habt. Wenn ihr jetzt denkt, Mensch, nochmal, sieht man ja gar nicht so gut oder das schaut jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, mir gefällt das irgendwie nicht, möchte das ein bisschen sichtbarer haben, gibt es doch einen ganz simplen Trick, zeige ich euch jetzt, Sekündchen.
If you think, okay, that's nice with this zigzag and straight stitching, but I don't like that, I can't see it or something like that, it's not visible enough for me, then you can do a little trick. So take this side of the, excuse me, I don't know what's going on with me now. Take this smaller side of the beauty blender or a small sponge or something like, yeah, a distress tool that you have that's very small. Nehmt bitte diese dünne Seite von eurem Schwämmchen oder ein dünneres Distress-Tool. Mit dieser Seite würde das nicht so gut funktionieren. Dann tunkt ihr nur die Spitze in die Tinte ein. Jetzt muss ich mir das gerade ein bisschen so hinlegen. Und dann geht ihr da ganz vorsichtig über diese Naht drüber. Ihr müsst das wirklich ganz vorsichtig machen, weil ja ansonsten schmiert ihr zu viel von der Tinte auf den Briefumschlag selber. Wenn ihr das ganz vorsichtig macht, dann kommt dieser Faden so ein ganz kleines bisschen raus. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen doller machen, wenn ihr das etwas doller wollt. Aber ich finde das aber ganz schön, wenn das nicht ganz so doll ist. Ich zeige euch aber beide Möglichkeiten. Ich muss das hier gerade noch ein bisschen extremer machen, sonst sieht man das in der Kamera nicht. So, you take the thinner tip of your beauty blender. And then you tip it into your ink and then you go over it. So I think in my camera it's not such possible to show, but I think you get an imagination of what I mean. When you go over it very carefully, you get an effect like this. Perhaps you like that. Yeah, then leave it like it is. Perhaps you would like to distress this a little bit more, but with going over this thread. I think that looks really nice and very interesting when you bring out this thread by distressing the frame and going a little bit over this stitching. Yes, that's what I wanted to say. Ihr könnt es natürlich auch etwas doller machen, wenn ihr sagt, okay, solche filigranen Sachen liegen mir nicht so, ich möchte das ein bisschen grober zum Beispiel haben, dann könnt ihr das natürlich auch etwas wilder machen. Ihr könnt auch zum Beispiel etwas mehr noch in die Kante hier einblenden. Dann schaut das im Endeffekt so aus. Hier sollte ich das vielleicht noch ein bisschen ordentlicher machen. Zum Beispiel so. Ist etwas schwierig, wenn man das so in der Luft hält. Man kann sich das natürlich auch auf den Tisch legen, dann ist es ein bisschen einfacher. Ja, so you can decide how extreme you would like to blend this. So, yeah, let me just do it here and then I will show you. And you can also, when you have this edge and you think, okay, I want it a little bit more visible, then you can blend it in like this and then you will have this really cool edge. And you will bring out your stitching in a way that you would not be able to let it look like when you only stitch. So, of course, when you use a black thread, for example, it would be, the whole thing would be black. But here you can choose a little bit of a variation of these colors. Here it turned out much darker than here. When you go along here and you will distress it here, then you can make this different kinds of shadings as well. And I think that's a little bit of an interesting thing, that you can bring out the stitching in a very nice way. Wie ihr seht, kommt dieser weiße Faden jetzt etwas bräunlicher daher. Aber er kommt ganz anders raus, als würde man es gleich mit einem schwarzen Faden nähen. Also ich finde diesen Effekt richtig cool, weil das natürlich in diese kleinen Einstichlöcher von der Nähmaschine nicht reingeht. Da bleibt es drüber, es sei denn, ihr würdet jetzt richtig doll draufpressen, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Und so kommt es fast so ein bisschen 3D-mäßiger raus. Ich meine, der Faden ist natürlich ein bisschen erhaben, aber meiner Meinung nach schaut es richtig cool aus. Und ihr könnt natürlich da auch sehr stark variieren, indem ihr zum Beispiel hier mehr Tinte auftragt, auf der anderen Seite etwas weniger, in diese Ecken reinblenden und so weiter.
Und so könnt ihr diese Nähte etwas, ja, noch etwas mehr hervorbringen. Yeah, of course, you don't have to distress the whole thing. You could even leave it like it is here. So, yeah, for my personal preference, I would blend it a little bit out, a little bit more in this direction, so that this thing here is not such hard, but you could even leave it like it is here. And then you can use it for your junk journaling. You could store some ephemera in it or something else. Oh, yeah, just realized that I have this little thing here. Okay, I can repair that. Ja, ihr könntet das jetzt theoretisch auch so lassen und könntet sagen, okay, das gefällt mir so, ich möchte das nur so zur Hälfte haben. Das könnt ihr natürlich variieren, wie ihr das möchtet. Und ihr könnt nun hier reintun, was ihr möchtet. Ihr könnt es in euer Junk Journal mit einbinden, entweder in irgendeine kleine Tasche reinstecken oder so. Oder ihr könnt natürlich auch diese Seite hier mit in die Signatur einnähen, sodass das hier eine Seite für sich wird. Tut damit, was ihr wollt. Ich hoffe, diese kleine Tutorial hat etwas weitergeholfen, auch bezüglich dieser Distressing-Frage in meiner Junk Journal Deutsch Gruppe. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ja, okay, so hopefully this was a little bit of a something like a helpful tutorial. And yeah, perhaps the experts as well can go back to some basics. So that's no negative criticism from me to you, of course not, because it's amazing what you do. But I think sometimes we have to think about this really easy things, what we can do with this stuff that we have here. So I'm in my kitchen. I am not at the place where I normally do my crafting, and I use that what I have here. So I think that's a really cool thing, and we can get satisfied when we have something like this that is homemade and handmade, and we can be satisfied, and that can be the easiest thing, I think. It, yeah, has not always to be this thing, even if I like this things very much. Okay, so thank you very much for watching. See you the next time and have a great, great day. Bye bye. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe jetzt gerade nochmal auf Englisch gesagt. Manchmal sind es die kleinen Dinge für mich, die sowas ausmachen. Ich bin jetzt hier gerade in meiner Küche, nicht da, wo ich normalerweise diese Sachen mache. Und ich habe auch hier nicht meine normalen Tools, meine normalen Sachen. Also ich habe wirklich nur die einfachsten Sachen, was ich euch vorher gezeigt habe. Ich lege das mal so hier hin, vielleicht ruft Stayson mich ja doch noch heute an und sagt, Mensch, tolle Werbung oder so. Ja, kleiner Insider. Die einfachsten Sachen, die ich hier benutzt habe, und manchmal gibt es natürlich so Journal-Seiten, irgendwelche Briefumschläge, wo man denkt so, oh mein Gott, was ist das? Dann starrt man da drauf und denkt so, oh, scheiße, schaut das geil. Oh. Jetzt habe ich scheiße gesagt und jetzt nochmal. Ja, und jetzt gibt es wieder eine Person, die sich da draußen kaputt lacht. Man denkt manchmal so, boah, sieht das geil aus. Geil sollte man wahrscheinlich auch nicht sagen, aber manchmal ist man einfach überwältigt von dem, was man da sieht. Man ist aber ebenso überwältigt, wenn man versucht, das selber zu machen, weil man eben nicht genau diesen Stempel hat, weil man nicht genau vielleicht diese Schablone hat, weil man nicht dieses oder jenes Tool hat. Und das hier sollte einfach zeigen, dass man das auch mit einfachsten Mitteln machen kann. Und wenn ihr nur bedenkt, was unterschiedliches Papier zum Beispiel hierfür ausmachen kann, dann sind die Variationen allein bei so einem popligen Briefumschlag schon sehr endlos, würde ich sagen. Okay, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, das hat ein paar offene Fragen beantwortet. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, dann tut es bitte und klickt bitte auch dieses kleine Glöckchen an, denn dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ich ein neues Video raufgeladen habe. Wenn irgendwelche Fragen sind, bitte in die Kommentare schreiben. Und ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns hoffentlich. Auf Wiedersehen.